Hallo, liebe Zugfahrer, es geht weiter mit Metro Exodus. So, wir begeben uns zum Ziel. Das, was mein Kompass mir anzeigt. Da gehen wir erstmal hin. Wir haben ja auf der Map noch zwei weitere Ziele. Um jetzt da hinten hinzukommen, müsste ich ja wieder mit dem Bötchen fahren. Und da hinten ist noch ein Teddy, den wir natürlich holen können. Das ist eine Sidequest, die wir letztes Mal gekriegt haben. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was das Klügste ist, was wir am ersten machen sollten, weil es wird jetzt langsam dunkel und dann tauchen mehr Monster auf. Die Frage ist, begebe ich mich erstmal zu einem sicheren Hort oder begebe ich mich erstmal auf die Suche nach den zwei Fragezeichen? Ich glaube, ich werde das eher machen und dann vielleicht dort in der Nähe einen Unterschlupf finden, an dem ich rasten kann und dann geht es weiter zur Insel auf die andere Seite. Gucken wir mal. Aber ich würde sagen, wir gehen hier erstmal Richtung Schien entlang. Und gucken uns mal die Waypoints an. Es könnte sein, dass du dort auf Duke triffst. Er hat dort in einem Waggon bei der Brücke einen Beobachtungsposten eingerichtet. Ja, er hat dort Sachen eingerichtet, das ist okay. Denk immer daran, deinen Spielfortschritt zu speichern. Ja, das werde ich. Es speichert ja zwar automatisch, aber... Zwischendurch mal selber speichern schadet nie. Ich hoffe mal, das reicht an Munition, was ich jetzt dabei habe. Dass es hier so einen Tag-Nacht-Wechsel gibt, finde ich relativ interessant, weil das bietet dem... das gibt dem Spieler noch ein bisschen mehr Abwechslung an die Hand. Halte H gedrückt, um eine Waffe wegzustecken, um weiter sprinten zu können. Echt? Das beeinflusst das Sprinten? Tatsache. Also man läuft schneller. Okay, wenn wir in den Schienen entlanglaufen, kommen wir zu einem Punkt, der uns auf der Karte markiert wurde, dann... wir einfach mal weiter. So, nochmal die Map im Auge behalten. Weil mein Kompass, der zeigt mir ja nur mein aktuelles Hauptziel an, nicht die Nebenquests oder nicht andere Fundorte. Bin ich jetzt noch im richtigen Weg? Ja, einfach den Schienen entlang. Okay. Da ist ein Dämon. Muss ich aufpassen. Ja? Oh Gott. Ah, 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 ah. Was passiert gerade? Oh Gott. Da habe ich gepennt. Wo kommen die denn auf einmal her? Genau. Was ist hier für eine Plage? Hm? Alter, hat nix aus, ne? Dieses Spiel ist sack. Das Spiel ist sack schwer. Hätte ich nicht für möglich gehalten, ey. Ich krieg 2, 3 Treffer, ich bin halb tot. Also, jetzt mal ehrlich, was ist das hier? Was mache ich, wenn ich keine Munition mehr habe? Dann gucke ich blöd in die Röhre halt. Und hier das Aufpumpen, das ist halt auch in manchen Situationen einfach nur komplett räudig. Bin ich relativ ungeil, das Ganze hier. Wie da hinten überhaupt? Bin ich irgendwie in ihr Revier eingedrungen oder was? Habe ich noch Heilung? Löcher, die kommen da raus. Gruselig. Kommt noch mehr. Habe ich ihn nicht getroffen? Ist das denn ihr Ernst?
Ich wollte nur sehen, was hier ist, Mann. Und geh gleich drauf. Hier ist eine Danger Zone. Verpiss ich mich mal hier. Was soll denn hier sein? Ist noch einer? Die sind hier überall. Das hier scheint mir ein Safe Place zu sein. Irgendwie. Rein da. Juk, wo kommst du her? Hallöchen, mein Blutsbruder. Na? Hast mich nicht gesehen, hä? Nee. Die anderen auch nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ich habe gehört, dass du wegen einer Motordrechine zum Terminal... Du bist Teil der Landschaft, das bist du definitiv. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Drinnen sind nur diese Tier-Mensch-Mutanten, so scheint es. Tier-Mensch-Mutanten? Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Wo nutzt man nochmal das Fernglas? Du weißt schon, was angezogen zu werden. Die Banditen haben während meiner Wache 3 von ihnen gefangen. Jetzt sieh dir dieses Gebäude da an. Dort halten die Banditen ihre Geiseln zur Lösegelderpressung gefangen. Die armen Kerle müssen richtig leiden. Ich habe den Oberst 3-mal um Erlaubnis gebeten, da reinzugehen, aber keine Chance. Ich verstehe das ja auch, aber Normalbürger habe ich immer vor Schuften wie diesen beschützt. Daher ist es für mich schwierig, die Füße stillzuhalten. Naja. Siehst du diese Ruinen? Dort ist auch ein Banditenlager. Sie haben Scharfschützen. Ich habe auf dem Dach mindestens eine Zieloptik aufblitzen sehen. Daher würde ich keinen offenen Angriff empfehlen. Die Brücke ist komplett abgeriegelt. Die bewaffneten Leute dort zeigen sich nie. Sie rechnen definitiv mit einem Angriff von uns. Daher müssen wir uns im Moment um sie keine Gedanken machen. Hey, es ist deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu meiden sein. Ich gehe auf jeden Fall auf meinen Posten zurück. Okay, danke fürs Gespräch. Alter, was war das denn gerade für eine Hetzjagd? Ja, okay, ich hab's mir schon fast gedacht, dass hier irgendwie ein Lager noch sein muss, das auf der Karte markiert war. Was sich jetzt extrem anbietet, da ich jetzt nochmal ein bisschen Sachen herstellen kann. Ich kann mir ja keine Heilung herstellen, ich habe ja keinen chemischen Krams-Gedöns. Kann ich wenigstens Munition herstellen? Ne. Da kann ich was herstellen, da brauche ich keinen Chemie-Gedöns. Von sauber machen geht halt auch nicht, ne? Bin gerade ein bisschen eingeschränkt, beziehungsweise ich bräuchte mal ein paar Ressourcen, aber hab ich halt nicht. Ist auch nix. Einfach nope. Okay, dann schlafen wir jetzt bis zum Morgengrauen und dann machen wir uns auf den Weg. Weil mit meinem aktuellen Leben nachts unterwegs zu sein, ist schwierig, weil die Bestien sind stärker und aggressiver einfach. Sie sind nicht stärker, aber es sind mehr. Wurde uns ja so gesagt. Und das macht ja auch Sinn, dass sie nachts jagen. Wenn sie da schwerer zu entdecken sind für das menschliche Auge. Tagsüber sind natürlich die Menschen unterwegs, weil sie sehen natürlich dann besser tagsüber. Ich glaube auch, dass wenn wir schlafen, unser Leben wieder aufgefüllt wird. Glaube ich. Sieht auf jeden Fall gut aus. Na gut, gehen wir. Viel Erfolg. Danke. Gut, jetzt ist die Frage. Ich muss auf jeden Fall rüber. So oder so. Er hat gerade erzählt, da hinten ist ein Banditenlager mit Scharfschützen. Das heißt, wenn ich da lang gehe, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ich drauf gehe, dass die mich headshotten und dann bin ich weg vom Fenster. Hier unten. Solange sie unten bleiben, ist es auch okay für mich. Hier ist eine Schiene. Hat man auf der Karte gesehen, die ist aber kaputt. Die führt durchs Wasser. Schwimmen können wir nicht. Das heißt,
Ich könnte hier in der Gegend nochmal suchen, ob ich ein Boot finde, oder ich laufe nochmal komplett zurück, die Schienen entlang, nehme mir das Boot und gehe auf die andere Seite rüber. Weil das Eigentliche, was ich machen wollte, ist wieder hier auf die andere Seite, also darüber, wo der rote Pfeil jetzt hin zeigt. Aber hier hinten ist noch in der Mitte etwas zu finden. Es ist ein paar Meter weiter. Ich glaube, ich werde nämlich nochmal weitergehen und mich auf die Suche machen, nach vielleicht nochmal ein paar Rohstoffen. Also, hier hieß es zwar, das ist ein Banditenlager, ist aber nicht mein eigentliches Ziel. Zumindest glaube ich das nicht, aber wenn wir schon mal gerade hier sind, können wir das Lager auch infiltrieren und die Banditen ausschalten. Ich muss nur vorsichtig an die Sache rangehen, denn ich weiß nicht, wo die sind. Das heißt, ich begebe mich erstmal von außen dahin. Hier sind Leichen. Vielleicht haben die noch ein bisschen was für mich. Jawohl. Ja, was? Ah. Okay, bleibt wo ihr seid. Wir tun's nicht. Kommt näher. Das ist natürlich saudumm, weil die das hören. Vielleicht liegen noch mehr Leichen, die was dabei haben. Dann kann ich mir noch ein bisschen Heilung herstellen. Das wäre ganz cool. Sieht gut aus. Kleine Monster hier. Fantastisch. Okay. Ich öffne meinen Rucksack. Schauen wir mal, was noch geht. Also, herstellen. Okay, dafür reicht es nicht mehr. Ein Messer reicht es auch nicht. Ein paar Kugeln reicht es noch. Und das war's. Ich werde das Luftdruckgewehr benutzen, weil die anderen Munitionseinheiten sind ein bisschen mager. Ich hoffe, dass wenn ich ein paar Gegner töte, noch ein bisschen Munition kriege. Aufpumpen. Richtig unter Druck ist das Ding. Okay, gucken wir mal. Also schon. So, okay. Wir haben das Ziel auf der Karte erreicht. Ich werde nochmal schnell speichern. Gehen wir uns mal einen Blick rein. Da sehe ich schon jemanden. Ich weiß nicht, wer hier außen alles ist. Gehen wir erstmal ganz langsam hier um die Ecken rum. Ob hier im Gebäude jemand ist? Da ist jemand. Eine Leiche. Okay, die sind alle tot. Naja, wie gesagt, ich find's super geil, dass das Spiel ein bisschen open-worldiger und offener ist, dass man mehr erkunden kann und so weiter. Bietet natürlich auch die Gefahr, schneller drauf zu gehen. Da das Spiel jetzt nicht mehr so geradlinig ist wie die ersten beiden. Okay, was haben wir hier noch? Da war was, ein Symbol. Ach, eine Kassette. Hier können wir rasten. Eine Werkbank. Gut, hier kann ich mir noch Munition herstellen. Super. Reicht das? Ich hab 40, 51, ja. Wenigstens zwei Heilungen. Einigen. Okay, das passt schon. Hier, die ist sauber, die Waffe. Alles gut. So. Nice, ein Stein. Okay, das heißt, wenn ich drauf gehe, lande ich hier. Gut. Ich werde die Gelegenheit immer nutzen, um zu speichern. Und jetzt gehen wir und tasten uns langsam ans Gebäude vor. Und die umliegende Umgebung erkunden wir auch. Weil alles, was ich an Ressourcen finden kann, ist wichtig. Und ich habe ja immer noch diesen Motor. Erinnert euch auf der kleinen Insel? Der braucht Benzin. Vielleicht finde ich nämlich auch noch hier irgendwo Benzin, was ich mitnehmen kann. Das wäre ganz cool.
Scharfschützen sind hier keine und hier draußen hat niemand irgendwie einen Posten. Das ist gut. Ich könnte versuchen herauszufinden, ob ich vielleicht irgendwie aufs Dach komme und von dort aus Tabula Rasa mache, aber es sieht nicht danach aus. Draußen sind noch Monster. Die ignoriere ich aber einfach mal. Da komme ich aufs Dach. Gut. Vielleicht habe ich Glück und da steht keiner. Dann kann ich von oben rein. Gut aus. Haben die mich gesehen? Granate. Schlecht. Sehr schlecht. Ich hab das Miststück im Visier. Da ist er. Turm. Du Schweinehund. Vielleicht treffe ich ihn nicht. Zwei Kugeln noch. Okay. Da oben. Nachladen. Der Mistkerl hatte sich hinter dem Zaun versteckt. Hier sind noch mehr. Dass ich hier runtergefallen bin. Muss die Lampe anmachen, sonst sehe ich nichts. Echt dunkel hier. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Leute, da ist der Scheißer. Hier ist zu. Du verdammter Huresucht. Ich zieh dich aus deinem Loch und schneid dich in Streifen. Da hätte ich einen Streifen, hallo? Geht's noch? Ich krieg deine Arsch noch, du Schweinehund. Oh, wieder ein paar Dosen. Habe ich jetzt eine andere Waffe? Ist da draußen jemand? Bin weitergekommen, als ihr glaubt. Also. Bitte. Wir waren unterwegs zum heiligen Ort des Betens, als die Heiden uns überfielen. War das? Achso. Bitte. Lass uns hier nicht zurück.
Ich lasse euch raus. Okay, geht von der Tür weg. Wir werden auch für dein Seelenheil beten, solange wir leben. Auch wenn du ein Ketzer bist. Gott segne dich. Auch wenn du ein Ketzer bist. Okay, die sind tot. Er hat noch Kram dabei. Ja gut. Er hat ein erweitertes Magazin für die Pistole. Für den Revolver meine ich. Na los, nimm schon. Bieten die mir irgendwas an? Und ich bin sofort da. Selbst ein Nachtsichtgerät dorthin gebracht. Silantius hat es als böses Auge bezeichnet. Simon, das darfst du nicht. Silantius wird dich dafür exkommunizieren. Waren es nicht die zwei auf der Insel? Die haben mir jetzt einen Schlüssel gegeben. Kann ich da jetzt rein in die Tür, die verschlossen war? Natürlich nicht. Ich sag nichts. Geben wir ihm etwas Zeit zum Erholen. Anschließend gehen wir mit Gottes Hilfe zur Brücke zurück. Ja, dein Wille geschehe. Munition. Schrotflinte auf einmal. Jetzt habe ich meine Pistole gar nicht mehr, aber wo habe ich die denn gelassen? Bei ihm gelassen? Mein Revolver ist weg. Gut, dann habe ich jetzt eine Schrotflinte. Ist jetzt auch egal. Da ist meine Schrotflinte. Mein Revolver. Oder nämlich die Schrotflinte. Ich glaube, ich wechsle einfach mal die Waffen, die ich habe. Und bleib jetzt bei der Schrotflinte. So, ich will noch alle Leichen abgrasen. Um zu sehen, dass ich hier noch ein bisschen was mitnehme. Vielleicht liegt hier noch das eine oder andere, was ich untersuchen kann. Da zum Beispiel. Zack. Munition, nimm mit. Nee, es war keine Munition, es war ein Rüstungssymbol. Ein paar Ressourcen noch. Spinnenweben. Ich glaube, die meisten habe ich jetzt schon gelootet. Ich glaube, das passt soweit. Ihr bleibt dort. Ist hier eine Tür? Ich meine, die haben ja jetzt nicht sich verbarrikadiert oder so. Ach da. Die war von innen verriegelt. Die ist jetzt auf. Freiheit. So, dann gehe ich mal direkt hier in meinen Unterschlupf. Der war hier. Ich werde jetzt erstmal an die Werkbank gehen. Heilung ist halt super wichtig. So, hier habe ich noch was gefunden. Was? Atemschutzmaske reparieren. Was braucht das? Hier. Zur Aufbewahrung zusätzlicher Munition. Die Einstelllaufen sorgen für besten Tragekomfort. Die Patronentaschen sind alle einzeln mit Laschen ausgestattet. Dadurch wird die Munition besser geschützt und gleichzeitig vom Klappern abgehalten, wenn der Träger sich bewegt. Geil. Halt. Ich wollte nämlich gucken, ob ich meine Schrotflinte jetzt, die ich habe, noch ein bisschen pimpen kann. Also. Und so, ne? Da. Die Schrotflinte. Was haben wir denn da? Ja, Stabilität ist gut.
Kurzer Lauf, Doppellauf. Roter Laser. Ja, nimm das Reflexvisier einfach mal mit drauf. Passt schon. Waffenschmied abgeschlossen. Erfolg freigeschaltet. Okay. Bisschen sauber machen vielleicht noch. So. Die AK ist ein bisschen dreckig, aber ich habe keine chemischen Sachen mehr, weil ich mir natürlich Dings hergestellt habe. Heilung. Gut. Das war's. Mehr ist gerade nicht drin. Dann gehen wir wieder. So, jetzt haben wir die zwei Leute befreit und wir haben einen Schlüssel gekriegt. Vielleicht ist es so, wie ich mir denke, dass wir mit dem Schlüssel da drüben auf der Insel das Ding öffnen können. Hier, das haben wir jetzt abgeschlossen. Da ist ein groß markiertes X. Vielleicht sollten wir da hingehen. Gehen wir mal. Hier lang. Das sind zum Glück keine Erdlöcher, wo die kleinen Viecher da rauskommen. Na, Gott sei Dank. Hier hoch ist ein bisschen beschwerlich. Da sind viele. Eine richtige Danger Zone hier. Fucking viele Erdlöcher. Überrennen mich halt komplett. Muss es irgendwie schaffen, außen rum zu gehen. Ansonsten sieht es schlecht für mich aus. Schauen, dass ich den nicht direkt in die Arme laufe. Da hinten sehe ich noch ein paar Zombies laufen. Ich glaube, hier ist gut. Außerhalb der ihrer Reichweite, hoffe ich mal. Hier sind nämlich keine Erdlöcher. Weil da, ich glaube, die kommen echt unendlich oft. Nicht gesehen, aber ist nicht auf Kurs. Doch, ist auf Kurs. Die sind, das sind Feinde. Oh je. Ich gegen den Rest der Welt, oder was? Ja. Oh, meine Heilung. Munition. Schrufend auf der Distanz bringt halt nichts. Esse. Da komm noch näher. Sollte ich aus gegebenen Anlass eventuell die Waffe tauschen.
So gut die Luftdruckwaffe halt auch ist, ich brauche noch eine andere gerade. So, ich nehme den Revolver aus Gründen, die ja wohl bekannt sind. Schnelles Magazin. Hallo? Bleib ich denn oder was? Nimm mich nicht Miststück, du Miststück. Oh je. Oh je. Oh je. Eieiei. Der Schweinehund ist da unten. Bin ich nicht? Keine Faxen da oben, ja? Okay, hier war einfach nur ein kleines Lager von Banditen. Ja, der Scheiß ein Ende bereiten. Das klappt auf jeden Fall nicht, wenn ihr hier gegen mich so Terror schiebt. Achso, Schrotflinte. Hä? Schrotflinte gegen Schrotflinte. Ich will die Waffe einfach nur zerlegen, mehr ist es nicht. So, wo sind die anderen Leichen? Hier. Was ist der denn für eine Knarre? Einigermaßen. Okay, Knarre. Was habe ich denn jetzt als Waffen? Ich habe diese Pistole hier, die so einigermaßen mehr ist. Aber auf jeden Fall Munition bietet. Dann habe ich noch die Schrotflinte. Die kann ich nicht tauschen, oder was? Wo habe ich denn meine... Ah, da. Ja, so praktisch die Luftdruckpistole auch ist, sie ist halt nicht stark genug. Achso, die Luftdruckpistole kann man nicht ablegen. Kann ich nicht tauschen. Okay, jetzt habe ich die AK, die keine Munition mehr hat, und die Schrotflinte. Echt, die geht nicht? Okay, darum geht's halt nicht. Aber dann macht's wenig Sinn, die AK zu behalten, wenn ich keine Munition habe. Weil ich könnte welche herstellen, die ist halt stärker. Die mit. Dann habe ich jetzt nur noch die Schrift, auf die ich mich verlassen kann. Und das Luftdruckgewehr natürlich. Ich finde es immer schwierig abzuwägen, was nimmt man mit und was nicht. Das ist halt echt immer so ein ständiger Trade-off. Verdammt. Das ist verdammtes Pech. Verdammtes Pech, ja. Euer Pech, nicht meins. Die, da habe ich die AK. Hier ist noch ein Schränkchen. Sehr geil. Munition. Mal nachladen. Nicht für die Waffe? Schade. Du wiederholst dich, mein Freund. Ich hab's kapiert. Wie ist der da hochgekommen? Wie geht's hier überhaupt hoch? Ah, hier ist was. Neue Notiz. Nikolai, du musst verstehen, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Entweder müssen wir das Schild entfernen oder eine Blockade errichten. Es kommen immer mehr Menschen. Die Familie, die zuletzt kam, mussten ihre Wagen 6 Kilometer schieben, und zwar sehr ungehalten. Und sie war sehr ungehalten, als sie erfuhr, dass wir kein Benzin haben. Ja, wir sind ein von der Regierung autorisierter ziviler Notversorgungspunkt, aber es ist nicht unsere Schuld, dass der Tankwagen nie ankam. Du kannst aber nicht erwarten, dass ich das all den Leuten erkläre, die auf
dem Zahnfleisch angekrochen kommen, nur um dann ihre letzten Besitztümer zurücklassen zu müssen. Zum Glück ist noch ein Rest Notration in dem Zug, der auf der Brücke festhängt. Übrigens bin ich mit einigen der angenehmeren Leute von hier genau dorthin unterwegs. Wenn du also endlich den Tankwagen hast, kannst du mich dort oben aufsuchen. Oder besser noch, bring ihn direkt dorthin. Wir werden das Benzin brauchen, wenn wir den Winter überstehen wollen. Habe ich jetzt einen Ort auf der Karte markiert? Wo ich Ressourcen finde, vielleicht? Nee. Na, guck mal, wir haben schon viel entdeckt. Bin schon so ein bisschen stolz. Was lobet ihn? Das ist ein russisches Lied wahrscheinlich. Warum passiert die Scheiße eigentlich immer mir? Ah, er ist hier hochgeklettert. Leg dich hin. Ich kann ihn theoretisch ausnocken, das will ich aber nicht. Oh oh. Warum greifen die mich eigentlich an und nicht den da? Na, davon der Knarre, ist das eine Pistole? Okay. So. Da ist das Ziel. Eigentlich ist das Ziel hier lang. Das Hauptziel hier. Hier scheint es wohl auch ein Boot zu geben. Ich habe lange nicht mehr gespeichert, fällt mir so ein. Machen wir hier mal auf. Ah, eine Werkbank. Und hier kann ich rasten, wie es aussieht. Jawohl. Was haben wir denn hier Tolles? Das sind Krams. Cool. Dann ab in die Werkbank. Gut, 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 gut. Die Knarre ist etwas dreckig. Besser. Ein Gerät. Was ist das? Geschlossenes Reflexvisier. Ein Visier mit geschlossener Blende bietet einen klaren Blick auf das Ziel. Billig. Ist das dreckig? Bisschen. Okay. Mehr ist hier nicht. Gut. Die Waffe ist schon gut gepimpt. Das ist in Ordnung. So, hier haben wir noch irgendwas. Da. Was ist das? Wurfwaffenharnisch. Zusätzliche Riemen und Taschen für Wurfwaffen ermöglichen es dem Träger, die Anzahl der getragenen Granaten und Messer zu verdoppeln. Das ist geil. Aber ich nehme, glaube ich, das mit der Munition. Das passt schon so, weil... Naja. Wer Munition mit mir rumtragen kann, ohne dass es auch großartig klimpert. Wie uns ja suggeriert wurde, ist das schon... Feines. Die Dosen brauche ich nicht, die sind irgendwie nutzlos. Okay, Munition herstellen ist nicht viel gerade, aber die könnte ich zerlegen, weil die
Diese Art von Munition habe ich nicht. Beziehungsweise die Waffe habe ich nicht. Kriege ich doch bestimmt noch ein bisschen was raus. Kann ich mir dafür die herstellen? Ich kann mir Sportmunition herstellen. Mache ich das lieber. Okay. Er ist nicht. Gut. Ja. Gespeichert wurde gerade, aber ich speichere trotzdem nochmal. Denn an dieser Stelle ist erstmal Schluss für heute und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Metro Exodus. Ja, in der nächsten Folge geht es weiter hier Richtung dem großen markierten X an dieser Stelle. Und dann chippern wir zu diesem Fragezeichen, was wir da noch sehen, und schauen uns da mal ein bisschen um. Und dann geht es auch weiter auf der Suche nach dem, was wir da so finden sollen. Ja, damit wir weiterkommen über die Schienen und über die Brücke, die ihr hier da oben seht in der Mitte. Und dann werden wir vielleicht diese Gegend irgendwann verlassen. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Also, bis zum nächsten Mal bei Metro Exodus.